Der hat sich geöffnet, der Patient. Also der war sonst kaum zugänglich, hat fast nicht gesprochen. Und also das war so rührend, dass die Therapeutin dann gesagt hat, sie hat ihren Patienten noch nie lachen sehen. Und dann kommt ein Hund. Sie hat 1,5 Jahre versucht, irgendwas rauszukriegen. Und dann kommt ein Hund und schafft es in 5 Minuten. Dieser besondere Hund heißt Murphy. Er ist nicht nur ein Sonnenschein, sondern auch ausgebildeter Therapiehund am Bezirkskrankenhaus in Bayreuth in Oberfranken. 3 bis 4 Tage in der Woche hilft er Trauma- und Suchtpatienten, Menschen, die an Angststörungen leiden, und begleitet auch diejenigen, die eine Behinderung haben. Dabei erfüllt er eine wichtige Aufgabe. Er wird als Brückenbauer eingesetzt. Also das heißt, da, ich will jetzt nicht sagen, wo der Mensch nicht mehr weiterkommt, hilft der Hund. Aber es gibt einfach viele Patienten, denen gibt es Sicherheit, denen gibt es Vertrauen. Ganz wissenschaftlich kann man sagen, das Streicheln vom Hund setzt Oxytocin frei. Und das ist ja das Glücks- und Wohlfühlhormon. Und das, denke ich, kann jeder Mensch gut gebrauchen. Murphy schenkt den Patienten aber nicht nur viele Glückshormone, sondern hilft ihnen auch, sich im Alltag zurechtzufinden. Und so kommt dank Murphy diese Patientin auf eine ganz besondere Idee. Sie möchte sich einen Labrador-Welpen holen und ihn auch als Assistenzhund ausbilden lassen. Der Hund soll mir im Alltag helfen, mich im Außen unterstützen, mir die Angst vor Menschen nehmen und ja, halt helfen, eine Struktur zu haben, eine Aufgabe, Verantwortung. Und einer, der das besonders gut kann, ist Murphy. Vermutlich auch, weil er am eigenen Leib erfahren hat, dass das Leben nicht immer einfach ist. Murphy kommt aus Rumänien, war ein Straßenhund und ist dort gerettet worden sozusagen. Und ich habe den dann mit einer Hundetrainerin ausgewählt, weil es natürlich bestimmte Kriterien schon sein müssen, um die Ausbildung einfach zu schaffen. Da wird viel abverlangt dem Hund. Und da sind wir ganz froh, dass ihm geholfen werden kann und dass er jetzt so vielen Menschen helfen kann. Ein Hund, der die Liebe, die er bekam, gleich doppelt und dreifach zurückgibt und mit seiner Art manchmal mehr erreicht, als wir Menschen es könnten. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.